Ja, 14 Uhr. Und es geht um Aristoteles Zoon-Politikon. Zoon-Politikon, nicht Zoom-Politikon. Ich auch nicht, hat Sigi vorgeschlagen. Okay, wir sehen uns. So, meine Herren, dann eröffne ich mal unsere kleine Redaktionssitzung. Felix? Yep. Protokoll? Protokoll. Einziger Tagesordnungspunkt, Aristoteles Zoon Politikon. Was soll das? Ein Tusch. Sigi, du hast das Thema vorgeschlagen. Warum Aristoteles Zoon Politikon? Worum geht's da? Im Kern geht's da um unser Menschenbild und darum, wie wir von unserer Natur her am besten zusammenleben sollten. Da gehen die Meinungen drüber ja auseinander. Gut, also Fragestellung ist, wie sollen wir am besten zusammenleben? Und wer streitet sich da mit wem? Also, zunächst mal geht es dabei nicht um Einzelheiten, sondern um das Grundsätzliche, also um die grundsätzliche Ausrichtung des Zusammenlebens. Wenn man jetzt mal die Extreme beiseite lässt, kann man vielleicht sagen, es gäbe heute zwei große Lager, die Liberalen und die Kommunitaristen. Und manche der Kommunitaristen stehen Aristoteles nahe. Hä? Die Kommunisten stehen Aristoteles nahe? Nicht die Kommunisten, die Kommunitaristen, wie in Kommune. Und wenn sich Aristoteles entscheiden müsste, dann wäre er heute vielleicht eher bei denen als bei ihren Gegnern, die sich auf klassisch liberale Vorstellungen vom Zusammenleben berufen. Klassische liberale Tradition, auch bekannt als Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith. Hobbes zum Beispiel meinte ja, von Natur aus herrscht zwischen Menschen ein Krieg aller gegen alle. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Und was hat das jetzt mit dem Zoon Politikon von Aristoteles zu tun? Aristoteles hat da ein ganz anderes Menschenbild. Er denkt zwar ähnlich wie Hobbes, dass der Mensch, der außerhalb eines guten Staates lebt, ein Wilder ist. Innerhalb eines guten Staates sei der Mensch dem Mensch typischerweise aber ein Freund und gerade kein Wolf. Klingt etwas naiv, oder? Kommt davon, wie es begründet. Und er begründet es eben damit, dass der Mensch ein Zoon Politikon sei. Genauer eine besondere Form des Zoon Politikon. Zoon ist altgriechisch für Tier oder Lebewesen. Politikon, wie es Aristoteles versteht, ist eigentlich aber nicht zu übersetzen. Man macht das zwar notgedrungen oft mit soziales Tier oder soziales Wesen, manchmal auch mit politisches Tier, aber das geht am eigentlich Gemeinden vorbei. Das beruhigt mich. Ansonsten wäre Aristoteles Menschenbild ja auch eher banal. Natürlich sind wir als Menschen soziale Wesen. Natürlich, es kommt darauf an, welche Form von sozialem Wesen wir sind. Nicht irgendeine Form, die einfach überleben will wie die Bienen, sondern wir wollen ein glückliches Leben führen. Und dazu brauchen wir, so Aristoteles, eine ganz besondere Form von Gemeinschaft oder Gesellschaft, würde man heute sagen. Sonst klappt das nicht. Besondere Form von Gesellschaft. Klingt ja auch eher banal. Was für eine Form von besonderer Gesellschaft soll es denn sein? Eine sogenannte Polis. Polis, wie in Akropolis? Ja, und wie in Politik oder eben in Zoon Politikon. Polis oder Polis wird oft mit Stadtstaat übersetzt, aber das ist wie soziales Wesen keine gute Übersetzung. Wieso nicht? Weil der Begriff Stadtstaat falsche Vorstellungen erzeugt. Dann denkt man, okay, ein Stadtstaat ist halt eine Stadt mit ein bisschen Umland drumherum.
und staatsrechtlich souverän, wie früher eben Athen oder heute Luxemburg oder Andorra. Aber für Aristoteles reicht das mit der Stadt und dem Umland und der Souveränität oder Autarkie, hätte er gesagt, bei weitem nicht aus. Auch das beruhigt mich. Ansonsten hätte ich Einspruch erhoben, zu behaupten, ein Leben wie in Luxemburg wäre das beste Leben der Welt. Das hat ja sogar schon Kabarettisten auf den Plan gerufen. The small state of Luxembourg is a charming reminder of how Europe used to be. Plague victims crawl elegantly down its dung-filled streets. The town boasts two taverns, one humorous dwarf and a shop that sells little things made of straw. Aber zurück zu Polis. Wir als Zoonpolitikon können nur in einer Polis wirklich glücklich werden, meint Aristoteles. Und dementsprechend ist das höchste Staatsziel in der Polis das Glück seiner Bürger. Scheint mir auch nicht gerade originell. Da würden ja auch die meisten zustimmen, oder? Weniger als man denkt. Zumindest von den Einflussreichen. Viele meiner Bekannten jedenfalls sagen, also mein Glück ist meine Sache. Der hat sich der Staat nicht einzumischen. Der soll nur meine Rechte schützen. Vor bösen Mitmenschen und dem Ausland. Oder nehmen wir unsere Verfassung, Artikel 1 Grundgesetz. Oberste Verpflichtung aller staatlicher Gewalt ist die Achtung und der Schutz der Menschenrechte, nicht des Glücks. Genau, Glück und Schutz von Rechten ist nicht dasselbe. Und Aristoteles würde zwar sagen, natürlich soll die Polis auch die Rechte ihrer Bürger schützen. Sie dient der gemeinsamen Verteidigung, dem Handel, dem Wohlstand und so weiter. Aber wirklich glücklich werden wir als Zoonpolitikon so noch nicht. Da fehlt ihm, dass der Unterschied zu den Liberalen, das wirklich Gemeinschaftliche. Ein Stadtstaat ist erst dann eine Polis, im Sinne von Aristoteles, wenn die Bürger am selben Ort wohnen, sich kennen, Ehen eingehen, an gemeinsamen kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, zum Beispiel an Opferfesten oder am Theater, geteilte Überzeugungen von Gut und Böse, von Gerecht und Ungerecht haben. Und sie pflegen allerlei Arten von Freundschaften. Das ist für ihn die höchste Form des menschlichen Glücks, die Nicht-Philosophen erreichen können, Freundschaften. Das heißt, die Milieus, in die moderne Gesellschaften zerfallen, wäre demnach nichts für ihn? So abgeschottet, wie sie voneinander sind, mit gated communities und sowas? Bestimmt nicht. Da begegnet man sich ja als Fremde oder als potenzielle Feinde. Das entspricht eher dem Menschenbild von Hobbes. Für Aristoteles wäre so ein Zerfall der Gesellschaft in Milieus wohl fast wie ein kalter Krieg aller gegen alle innerhalb eines Staates und gerade kein erstrebenswertes natürliches Leben. Nur gemeinsame Aktivitäten verbinden miteinander und erzeugen eine für Menschen angemessene Gemeinschaft. Sonst noch was? Ja, für die Polis ist auch noch wichtig eine gemeinsame öffentliche Selbstbestimmung. Die Bürger der Polis brauchen ja auch eine Regierung und Gesetze, klar. Lass mich raten, das besorgen bei Aristoteles nicht die Philosophenkönige wie bei Platon? Nein, sowas erscheint ihm unnatürlich. Alle Bürger sind als Menschen ja von ihren Anlagen her Vernunft- und Sprachbegabt. Nicht nur Zoonpolitikon. Er nennt den Menschen ja auch das Zoonlogon-Echon. Und diese natürlichen Fähigkeiten sollten nicht brach liegen oder nur einseitig genutzt werden. Etwa zum Geldverdienen und ums Regieren kümmern sich dann andere. Und deshalb wiederum sollten die Bürger der Polis sich regelmäßig in der Volksversammlung miteinander beraten und überlegen, was politisch zu tun ist, wer welche Ämter bekleiden soll, wer wie bestraft oder belohnt wird und so weiter. Das klingt doch alles eigentlich recht demokratisch, wie bei uns, oder? Für uns
gibt es eine selbstverständliche Trennung von Privatleben und dem gesellschaftlichen und politischen Bereich. Viele sehen ihr Glück ja ausschließlich im Privaten und ihr Interesse an öffentlichen Angelegenheiten zeigt eine bis zur Verachtung gesteigerte Gleichgültigkeit. Politikverdrossenheit. Ja, da würde er wohl sagen, das ist eine Folge unseres Mangels an Gemeinschaft. Wenn der Athener Bürger, also im Idealfall zur Volksversammlung geht, dann macht er das gerne, denn dort trifft er seine Freunde, in deren Gemeinschaft er als Mensch erst so richtig aufleben kann und seine Vernunft gemeinschaftlich gebrauchen kann. Ein bisschen wie meine ersten Treffen bei Fridays for Future. Tatsächlich? Ich dachte, du wärst da wegen Esther hingegangen. Anfangs noch nicht. Na gut, wir sollten jetzt aber allmählich zum Ende kommen. Ich habe noch einen Termin im Nagelstudio. Wie sieht es denn aus mit einer kritischen Bewertung von Aristoteles? Ich fange mal an. Wollen wir denn überhaupt gemeinschaftlich so zusammenleben, wie das Aristoteles empfiehlt? Ich bin da nicht so sicher. Die meisten meiner Mitbürger sind nicht besonders verträglich und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich sie nicht kennen muss. Und umgekehrt. Es lebt ja jetzt nach dem Motto, lieber auf einen guten Freund als auf einen guten Witz verzichten, nicht sehr aristotelisch. Keine Sorge, das ist nur der Entzug. Wo waren wir? Genau. Kritik an Aristoteles Menschenbild, was den Menschen als vernünftig sprachfähiges Wesen anbelangt, das ist doch eigentlich auch illusorisch. Die meisten sind doch eben nicht besonders helle, gerade politisch. Und halten Aufklärung für die Vorbereitung einer Bodenoffensive. Also, Aristoteles würde sagen, Alex, ja, mag sein, dass die meisten Leute ungebildet sind und einen schlechten Charakter haben. Aber das hängt damit zusammen, was ein Leben außerhalb einer wirklich guten Gemeinschaft aus den Menschen macht. Eben ungebildete und auch charakterlich wenig erfreuliche Leute, wie in den Wäldern Germaniens. Wer außerhalb der Polis lebt, Zitat, ist entweder ein wildes Tier oder ein Gott. Also ich finde die Behauptung recht plausibel, dass wir tatsächlich glücklicher sind, wenn wir wahre Freundschaften pflegen, statt dass uns fast jeder menschlich oder politisch egal ist und wir uns in ein abgeschottetes Privatleben zurückziehen. Würde ich auch sagen, zumindest behaupten das Studien der empirischen Glücksforschung. Da haben wir doch sogar schon mal ein Video zugemacht. Falsche Glücksversprechen hieß das, oder? Ja, stimmt. Der Link da hinten sollte unten in die Shownotes rein. Wir sind uns aber jedenfalls einig, viele Menschen heute haben gar nicht die Eigenschaften, die man braucht, um in einer Polis zu leben, wie Aristoteles sich das vorstellt. Selbst wenn wir das wollten, ginge das doch gar nicht. Dem hätte Aristoteles wahrscheinlich auch nicht widersprochen. Vielleicht würde er sagen, dass man durch entsprechende Charakterbildung der Bürger allmählich die Voraussetzungen einer Polis schaffen muss. Und da käme aus meiner Nachbarschaft jedenfalls sofort der Vorwurf einer Bildungsutopie aufzusetzen oder schlimmer noch eine Bildungsdiktatur einrichten zu wollen, wie in der DDR. Diese Gefahr war ihm auch klar. Zu seiner Zeit gab es sowas ja in Sparta. Vielleicht hätte er einfach gesagt, du solltest selbst ein tugendhaftes Leben führen. Und deine Kinder würden dir dann ganz natürlich nachstreben, lernen am Modell. Jetzt weiß ich jedenfalls, wieso man sich in Ethik in der Mittelstufe laut Lehrplan über wahre Freundschaften unterhalten soll. Die im Bildungsministerium sind alles verkappte Aristoteliker. Okay, lassen wir das mit der Bildung zum Polisbürger mal dahingestellt.
Wie ist das denn mit der Größe der Polis? Da soll ja im Prinzip jeder jeden kennen können, oder? Ja, Aristoteles meint, dass die Polis nicht über eine bestimmte Größe hinauswachsen kann, ohne sich negativ zu verändern, weil ihre Bürger sich sonst notwendig als Fremde begegnen. Na, dann scheint mir sein Vorschlag eines Zusammenlebens unter heutigen Bedingungen ziemlich illusorisch. Allein in einem mittelgroßen Staat wie Deutschland leben ja über 80 Millionen Menschen. Ich weiß auch nicht, wie Aristoteles darauf reagiert hätte. Vielleicht hätte er gesagt, wir müssen uns eben als vernünftige, sprachbegabte Wesen zusammen darüber Gedanken machen, wie man dem Ideal einer Polis unter modernen Bedingungen zumindest möglichst nahe kommen kann. Gibt es denn Leute, die das machen heutzutage? Ja, einige der am Anfang erwähnten Kommunitaristen zum Beispiel, wie Martha Nussbaum oder Alistair MacIntyre, die meinen, das Ideal der Polis sollte zumindest als normativer Bezugspunkt für unser heutiges Zusammenleben dienen. Also, das war doch jetzt super wichtig und sollte betont werden, oder? Das Ideal der Polis als normativer Bezugspunkt für unser heutiges Zusammenleben. Und dann habe ich noch eine Idee, und zwar fürs nächste Mal. Die meisten von uns mussten die letzten zwei Jahre ja vor allem durch Videokonferenzen kommunizieren. Darüber, was das für Folgen hat, sollten wir mal was machen. Und wir nennen das Zoom-Politikon. Was meint ihr? Also ich meine, wir gehen jetzt erstmal in unsere Kantine für höhere Angestellte.